jetzt Herrn Andreas Lehr, der Generalmajor der Nationalwache, zum Podium. Sehr verehrte Damen und Herren, nach dem kurzen Auftritt heute Vormittag haben wir etwas bessere Gelegenheit, über das heutige Ereignis, über die Annäherung dreier ungarischer Organisationen reden. Warum ich hier stehe, hat auch einen Grund. Wir haben einen Oberbefehlshaber, 84 Jahre alt, unser Ritter Dömötör Zoltán, der leider krankheitshalber nicht mitreisen konnte. Ich habe aber zugesichert, dass ich die Fahne halte, die Mitteilungen hier mache und Ihnen ein kleines bisschen über unsere Bestrebungen als ungarische Organisation, auch einzeln und alle drei miteinander, hier erwähne. Heute war die Rede vor der Kirche von die geistige Kraft und für die geistigen Kämpfe, die wir auch austragen müssen. Es sind sehr wichtig, weil ein Fortschritt nur so möglich ist, wenn wir in größeren Anzahl zugegen sind. Größere Anzahl wäre gewesen, wenn alle die verlesenen Namen heute hier wären, aber wir haben einen Auftrag. Einen kleinen Auftrag und mehrere große Aufträge. Der kleine Auftrag ist, hier heute vor Ihnen zu stehen und über die Aufgabenstellung, über die gegenwärtige Pflicht unserer paramilitärischen Organisation, ruhmreich und anerkannt durch Kämpfe 1848 und 1956. Diese beiden herausragenden Ereignisse waren es, wo die Nemzetőrök, also die Nationalwachen, die Soldaten, die letztendlich keine Berufssoldaten waren, in keinem der beiden Fälle. Es waren Menschen von der Straße, es waren Lehrer aus Schulen, es war die Jugend aus der Universität. Also querbeet alle, die ihre Heimat lieben, ihre Heimat schützen wollten und deshalb auch kein Risiko gescheut haben. Auch wir haben keine Scheu und wir setzen mit verschiedenen Mitteln und modifizierten Zielen es heute aus. Wichtig wäre zu erwähnen, dass die alten Veteranen, die damals gekämpft haben, heute über 80 sind, alle über 80. Und wir haben auch einen Auftrag, sie zu pflegen und ein kleines bisschen Mut einzuflößen, damit sie in unserer Gemeinschaft sich noch mit diesem hohen Alter kampfbereit fühlen. Vor ein paar Tagen war ich noch in dem Budapester Krankenhaus, wo der Fähnrich der 56er Revolution, Lajos Kellner, bettlägerig ist. Er ist es seit 4 Monaten und jeder, der ihn besucht hat, wusste, dass das vielleicht der letzte Besuch war. Er war derjenige, der auf öffentlichen Feierlichkeiten in Ungarn, sei es das Nationalmuseum, sei es vor dem Parlament oder auf anderen Orten, er war mit der Fahne immer anwesend.
Diese Fahne ist blutgetränkt. Diese Fahne war mit an emblematischen Orten im 56er Kampf zugegen. Und er war derjenige, der Anfang November, wo es schon ziemlich sicher war, dass das Land die Freiheit wieder verliert, mit dieser Fahne nach Westen geflohen ist. Er ist in der Bundesrepublik Deutschland gelandet und diese Fahne erschien auch damals in Bonn und später in Berlin. Ja, München auch. Ja, eine sehr, sehr bedeutsame Person deshalb. Und ich weiß hundertprozentig, dass er auch heuer da gewesen wäre. Es fängt immer an, dass man einen Gedankmarsch veranstaltet zwischen der Technischen Universität in Budapest und Statue von Bem. Josef Bem, das ist ein berühmter Ort und das konnte er dieses Jahr nicht mehr mitmachen. Das hat uns sehr, sehr wehgetan, ihm auch. Und diese Tränen habe ich auch mitgebracht, dass er 60 Jahre lang nach dem Ereignis jetzt plötzlich nicht mehr konnte. Wenn Sie, und Sie heißt jetzt kleingeschrieben, die ehemaligen Kämpfer nicht mehr teilnehmen können, nicht mehr zwischen uns oder mitten uns sein können, dann müssen wir diese Fahne weitertragen. Das gehört zu den großen Aufträgen auch. Wir wenden uns deshalb ganz bewusst an die Jugend. Und die Jugendorganisation, die entsprechende Jugendorganisation ist auch in der Bundesrepublik Deutschland aufzufinden. Das sind nämlich die Pfadfinder. Ja, die Jungen, die in organisierter Form erstmal Ausflüge machen, dann Abenteuerurlaube verbringen und verschiedene Herausforderungen gerecht werden. Diese 14- bis 16-Jährige, die müssen schon reif genug sein, wie ihre Kameraden von damals. Hier ist einer, der Dr. Georg Engel, Beste Straße, also ein Bursche von der Beste Straße. Der junge Kämpfer, der hat das damals auch verstanden, was er machen muss. Und seine Taten müssen wir an dieser Stelle auch würdigen. Denn die haben gehorchend den erfahrenen Kämpfern oder Soldaten logistische Aufgaben versehen. Die gingen gegen die sowjetischen Panzer vor, bewarfen diese mit Molotow-Cocktail und hierdurch haben sie die Kämpfe entschieden beeinflusst. Ja, wir kommen also zu dieser Gruppe und heute, obwohl noch nicht anwesend, möchte ich schon deutlich aussprechen, dass wir die Pfadfinder, die Pfadfinderorganisation auch in unseren Reihen gerne gehabt hätten. Heute geschieht auch etwas Großes, denn die drei erwähnten Organisationen, größter darunter ist der Weltverband der Ungarn, dann der St. Georgsorden, natürlich der Ritterorden und in der Mitte wir, die ungarische Nationalgarde, bilden ein Geflecht. Heute wollen wir ein Geflecht bilden, näher aneinander herantreten, damit die Verwirklichung der kleinen und großen Aufgaben allen leichter fällt. Ich habe auch etwas mitgebracht, denn eine Rede anstelle des Oberkommandierenden kann ich ja nicht machen.
Das ist ein ungarischer Text, eher archaisch und mit religiösem Ausklang. Zur Erleichterung möchte ich das diesmal sehr kurz zusammenfassen. Das geht um das historische Leiden des ungarischen Volkes. Es geht um die glorreiche Vergangenheit, die die Ungarn schon gemacht haben. Und weil wir eben im Monat November sind und das den Kranken gewidmet ist, dann den Toten gewidmet ist, möchte ich das hier hineinflechten. Also erlauben Sie mir, dass ich diesen Text in der Landessprache vortrage. Ganz im Großen wurde das schon bekannt gegeben oder ist bekannt. Das ist erklungen erstmals vor einem Jahr in der Corvin-Passage. Corvin-Kösi, Beszédről van itt szó. Vannak boldogabb nemzetek, akiknek ünnepei a dicsőséges múlttal kapcsolódnak össze. Az ünnep öröm ünnep. Dicső királyok, dicső hadvezérek, nemzetet megtartó történelmi események ünnepnapjai. Nekünk magyaroknak a régmúlt homályába vesznek a dicső tettek. Vagy elfelejtettük, vagy elfelejtették velünk. Azokat a hősöket, akik az országot elfoglalták, területet hódítottak és dicsőséget szereztek a nemzetnek. Hannibál Alpokon való átkelése, elefánt és ember áldozata minden európai történelem könyvben ott olvasható. Egy hadvezér, aki nagyon súlyos áldozatok árán Róma kapuj előtt megállt. De ki emlékszik még arra, hogy Bulcsú vezér ember és lóáldozat nélkül háromszor foglalta el Rómát átkelvén az Alpokon. Ki emlékszik még arra, hogy 1000 évvel ezelőtt Európa egyik legszervezettebb és legerősebb nemzete a magyar nemzet volt. Az előbb Frau Schuster egy itteni beszélgetésben az elnök úrral arról beszélgetett, hogy hát valaha a mi országunk az Európának a legnagyobb országa volt. Hol van az már? Melyik európai történelem könyvben olvasható az, hogy a magyar nemzet állította meg a tatárhordákat, hogy a magyar nemzet véráldozata árán menekült meg Európa szerencsésebb része az oszmán támadásoktól? Az őseink emlékezetéből szinte teljesen kitörölték az erős nemzet államnak a képét, és még szomorúbb az, hogy ma azok a nemzetek oktatnak bennünket demokráciára, azok a nyugat-európai tenger melletti népek, melyek 500 évvel ezelőtt végigrabolták, a gyarmati sorba taszították a világot. Miközben Erdélyországban Dávid Ferenc unitárius egyház megalapítója szinte először a világon lelkiismeret és vallásszabadság törvényét hirdette meg, a későbbi vallásháborúban több 10 millió embert öltek meg Isten nevében. Ma az az állam oktatja nekünk a demokráciát, és határozza meg az emberi szabadság jogokat, amely 500 évvel ezelőtt a fehér faj képviseletében elfoglalta Észak-Amerika nagy részét. Az utolsó 200 évben pedig módszeresen kiirtotta az indián őslakosságot. A szerencsétlen magyar nemzetet majd fél ezer éve a fájdalom tartja össze. Milyen érdekes ez a szófűzel. Fájdalom tartja össze. Fájdalom az ország a nemzet szabadságért vívott küzdelmeinek az áldozatáért, és hőseinkért, akik életüket adták az igazságért, a szabadságért. 500 éve járunk temetőbe ünnepelni. Temetőkbe, ahol porlócsontú őseink emlékébe kapaszkodunk, csak azért, hogy túléljük a mát, és el tudjuk kezdeni a holnapot. Az eltemetett holtaknak pedig még a csontjai is félelmet keltenek a hatalom birtoklóiban. Ezért kellett majd 200 évig Rákóczi nagyfejedelemnek idegen földben nyugodnia, ezért kellett újra temetni Kossuth Lajost, Bartókot, Mindszentit, Nagy Imrét, és a sok névtelent,
301-es parcellában, akiknek kezét hátul dróttal összekötözve és arccal lefelé küldtek a mélybe. Kátránypapai volt szemfedőjük, és belőtték őket a sír vagy sár gödörbe. Fiatal munkás, paraszt emberek, szellemi munkások voltak ezek, akik már nem tűrték 61 éve a szovjetek magyar janicsárjainak parancsait, és nem fogadták el a hazugságot, hanem ha meghaltak, mertek meghalni a hitért. A valaha volt legtisztábbat, a legjobbat a sátán a gonosz halálba kényszerítette. Jegyezzük meg, hogy nem Isten áldozta fel gyermekét. Krisztus önmagát áldozta fel, mert nem volt más eszköze a sátán legyőzésére. Az áldozat azonban nem volt hiába való. Ti, akiknek tiszteletére ma itt szert tartunk, innen a szertartás szó, hasonlóan Krisztushoz a legnagyobb és legszentebb áldozatot hoztátok a népért, az emberiségért. Életeteket és véreteket a szent ügyért. Ti bontottátok meg először az emberiség legújabbkori történetében a gonosz birodalmát. Ti gyújtottatok fényt a világon. A sátáni birodalom először ti általatok remegett meg, és kényszerült térdre rogyni előttetek. Minden új élet vérben és fájdalomban születik. Édesanyánk is vérben és fájdalomban hozott bennünket a világra. Születésnapunkon mégsem édesanyánk fájdalmára, hanem a megszületett csodának, az új életnek emlékező szertartásán ünnepelünk és emlékezünk. A teremtő szeretetét és határtalan bizalmát a megszületettben. 1956 hős áldozatai. A ti véretek szentelte meg újra a Kárpát-medence földjét. Véretek minden cseppje aranyöröggé változott. Sár és mocsok takarja az aranyörögöket. Sár arany. Emberi szem sokszor nem látja a ti ragyogásotok, de a Teremtő Atya Isten szeme előtt a gonosz fájtlat nem tarthat. Ti mártírok, ti szellemmé szenté magasztosult áldozatok, a magyar nemzet örök példaképei, bízzatok mi bennünk, gyermekeitekben és unokáitokban. Most ide tessék beolvasni, vagy beilleszteni a mi tervünket a gyermekeinkkel kapcsolatban, a cserkészekkel, akik megfelelő háttérrel, megfelelő lelkülettel és felkészüléssel fogják elérni nem sokára a nagykorukat. Egyre többen vagyunk, akik értik és teljesíteni akarják ezt a szándékot. Tudjuk, hogy a magyar nemzet ezer és ezer éve egy nagy misztériumjáték. Mi, magyarok, sok tízezer éve küszködtünk a sátánnal, és küszködünk ma is. Többször megfeszítettek bennünket, magyarokat, de föltámadtunk. A legújabbkori pünkösdi időket éljük ma. A Szent Lélek kegyelme most árad reánk. A Föld vajudik, a Kárpát-medence szüli a jövőt. A keresztény szellemű Európa sajnos megszűnőben van. Nincs bármit védeni. Teremteni kell hát. Ősi szellemi hagyatékunk fundamentumára kell újraépíteni az eredendő krisztusi szeretetvallást. A sötétség világában, a vaksötét Európában gyújtsunk hát lángot. Nem csak hinnünk, hanem akarnunk is kell. Végezetül a 700 éve Erdély országban feljegyzett könyörgéssel fordulok a Teremtőhöz. Könyörgésünk, halld meg, ó Isten, pusztítsd el ezt a rontást innen, tedd, hogy kínunk véget érjen, s fölnézzen rád jó kedvében, ki a népből megmaradt. A magyar nemzet őrség minden évben két alkalommal ez a nemzeti ünnepeinkre támaszkodik. A különböző... Szóval ezt magyarázkodtam.
Die ungarische Nationalwache hält zweimal im Jahr besondere Ehrungen. Im Rahmen dieser Ehrungen wollen wir unsere Mitstreiter, unsere Freunde ein kleines bisschen daran erinnern, dass sie viel Gutes, Tapferes gemacht haben. Deshalb habe ich heute die Möglichkeit, Ihnen einige Urkunden und einige Auszeichnungen überreichen. Erstmal an Herrn Dr. Georg Engel. Das ist der große Ehren- und Verdienstorden der ungarischen Nationalgarde. Er hat das Dicke verdient. Für Herrn Dr. Tibor Szatmári, unseren Ritter und Bruder, der diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hat und zusammen mit Herrn Engel eine sehr, sehr große Leistung erbracht hat. Er bekommt die große goldene Medaille mit Ehrenurkunde. Und drittens haben wir hier für unseren lieben Herrn Josef Bano ein Verdienstorden, Jubiläumskreuz der ungarischen Nationalgarde. Danke für die bisherige Arbeit und weiter so. Okay. Vielen Dank. So, und dann haben wir ein Überraschungsgeschenk für die Präsidentin des Deutsch-Ungarischen Forums. Bayerisch-Ungarisch. Sie ist Zeugin, dass heute die drei ungarischen Organisationen eine Art Verschmelzung beginnen. Und damit er das alles präzise verfolgen kann, bekommt er ein großes Buch mit Gold vergoldet. Ui. Damit alles auch Spuren hinterlässt. Schriftliche Spuren, Ihre Notizen, Meinungen. Also bitte nehmen Sie das Ganze. Kann ich nur sagen, küssen im Seepen. Das ist ganz wichtig. Wir leben in Bayern. Das war ein Lapsus. Kein Problem, kein Problem. So, und wir haben Signale bekommen, dass einige, die unsere Arbeit bei der ungarischen Nationalwache bereits kennen, als Mitglieder aufgenommen werden wollen. Ferner gibt es noch Förderungen. Also ich möchte jetzt dem Namen nach noch einmal Josef Lang hierher bitten. Ich heiße ihn herzlich willkommen in unserem Kreis und er bekommt die Urkunde bzw. seinen Ausweis. Manchmal gibt es Familien, wo der Wunsch
so stark ist, dass sie beide beitreten wollen. Das ist das Ehepaar Hanschel. Ich bitte das Ehepaar Hanschel hervorzutreten. Edgar. So, beide sind da. Ganz herzlich willkommen in unserer Reihe. Und einmal eine Foto. Foto ist da, schau. Herr Schwebe, noch zu lachen. Danke, danke schön. So, jetzt dürfen, glaube ich, die weiteren Referate folgen. Ich übergebe das Wort, gebe das Wort zurück. Dankeschön, Herr Generalmajor. Also, erlauben Sie mir das Grüßwort von Frau Dr. Beate Merk, Staatsministerin, aufzulesen. Herzlich grüße ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kranzniederlegung an der Münchner Gedenktafel für den heiligen König Stefan und seine Gemahlin Königin Gisela. Die Vermählung des ungarischen Thronfolgers mit der bayerischen Prinzessin kurz vor dem ersten Jahrtausendwende stand für einen friedlichen Ausgleich nach einer langen Phase kriegerischer Konflikte, für die Etablierung des Königreichs Ungarn als Staat in Europa und die Christianisierung des Landes. Wenn wir heute gemeinsam an Stefan und Gisela erinnern, so tun wir dieses im Bewusstsein, dass Ungarn und Bayern auf dem gleichen kulturellen Fundament stehen und dass es zu einer friedlichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit in Europa keine sinnvolle Alternative gibt. Die Kranzniederlegung an der Gedenktafel ist ein Signal, dass die Freundschaft zwischen Ungarn und Bayern nicht nur auf eine lange Tradition zurückblicken kann, sondern auch in Zukunft ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Entwicklung Europas bleiben wird. Ich danke dem St. Georg Ritterorden 1326 Visegrad und allen Mitwirkenden für diese schöne Geste. Dr. Beate Merk, Staatsministerin für Europaangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei. Dankeschön. Es ist uns eine große Ehre, dass die Staatsministerin von Bayern unsere bescheidene Veranstaltung mit so einer Beachtung anerkennen. Der St. Georg Ritterorden Visegrad Priorat München, gemeinsam mit dem Bayerisch-Ungarischen Forum, der Ungarischen Nationalwache 1956 und dem Weltverband der Ungarn, haben ihre Grenze an der Gedenktafel von Heiligen Stefan, des Staatsgründers und ersten Königs Ungarns und seiner Frau Gisela niedergelegt. Wir haben heute das Andenken eines tausendjährigen Bündnisses geehrt. Ein tausendjähriges Bündnis, das nicht nur durch die geografische Nähe, sondern auch durch die gemeinsamen Werte zusammengehalten hat. In Bayern, ebenso wie in Ungarn, sind die gleichen Werte wichtig. Ehre, Anständigkeit, fleißige Arbeit, Familie, Vaterland und Gott. Um diese Werte zu verehren, brauchen wir keine runden Jahreszahlen. Die sind gültig, die waren gültig und werden auch für immer gültig sein. Diese gemeinsamen Werte existieren nicht nur in Worten. Wir haben für diese Werte, wenn es nötig war, auch unser Leben und Blut geopfert, was in den vergangenen 1000 Jahren wohl tausendmal nötig war. Unsere Königin Gisela schwor noch als Kleinkind dem Barbaren Weig, der auf Stefan getauft wurde, die Treue, sodass die kämpferischen Ungarn nicht als gefürchtete Feinde, als Eroberer, sondern als Verbündete und Familienmitglieder zu dem bayerischen König nach Bayern reiten. Sie kam mit König Stefan in die Pusta nach Ungarn und der König brachte für seine Königin Europa nach Ungarn. Er hat Burgen und Kirchen durch fremde Baumeister bauen lassen und hat Pfarrer bringen lassen, die das Christentum für die steifnackigen Ungarn predigen sollten. Diese Steifnäckigkeit blieb seitdem bei uns. Der König brachte für seine Königin Europa nach Ungarn und wir, die steifnackigen Ungarn, haben unser Europa
gegen die Petscheniken, die Tataren, die Osmanen verteidigt, weil die Ehre es von uns so verlangt hat. Es gab natürlich unter uns manche, die sich wegen dem Wohlergehen zu den Feinden stellten und Pascha oder Beg geworden sind. Aber ein wahrer Ungar hat nicht gefeilscht. Er hat die Grenzen verteidigt, auch dann, wenn kein Sold kam, wenn der Feind die Kinder gestohlen hat oder wenn ein Heer von Hunderttausenden Eger oder Sigetvar einnehmen wollten und nur zwischen dem glorreichen Tod oder dem ruhmlosen Tod wählen konnte. Er hat sich auf dem Schlachtfeld von Muhi gegen die Tataren von Batukan gestellt, die die Weizenfelder abgebrannt haben, die Leute aus ihren Verstecken mit List hervorgelockt und sie abgeschlachtet haben. Er hat sich gestellt, weil die Anständigkeit es so verlangt hat. Man durfte nicht wegrennen. Man sollte bis zum letzten Atemzug kämpfen, weil der Ungar gewusst hat, hinter ihm ist die Familie, das Vaterland, Europa. Wenn er fällt, wird nicht nur er fallen, sondern auch seine Sippe, das ganze Ungartum, alles, was wichtig ist. Der Ungarn wäre verloren, verschwunden, verschmolzen in fremden Kulturen. Er verschwand, verschmolz, aber nicht im Christentum, nicht in den von den Bayern vorgegebenen kulturellen und wirtschaftlichen Vorgaben. Ganz im Gegenteil, er hat alles aufgenommen, in seinem Ungartum verinnerlicht, umformiert und eingeschmolzen, was dann Ungarn vorausgebracht und als europäisches Land, als europäisches Reich bewahrt hat. Das Gute, sehr geehrte Damen und Herren, das Gute sollen wir aufnehmen. Wir müssen es aufnehmen und behalten. Es gilt das gegebene Wort, das soll man behalten. Die Ehre, die Anständigkeit, wer diese nicht von Haus aus hat, muss sie erlernen. Die Treue, die soll man ehren. Alles, was mir nach diesen Werten käme, ist zweitrangig. Man darf nicht abwägen, ob es sich lohnt. Alles, was die Ehre, die Treue, die Anständigkeit in Frage stellt, das ins Ohr flüstert, schwindle, es lohnt sich. Diese Sachen ruinieren unsere Werte. Diese Sachen zertrümmern unsere Familien. Diese Sachen machen unsere Kultur für nichts. Sehr verehrte Damen und Herren, wir sollen unser Europa verteidigen. Also fangen wir im eigenen Hof an. Seien wir treu, ehrlich, anständig. Behalten wir diese ritterlichen Tugenden. Möge das gegebene Wort so eine Kraft wie ein Gesetz haben. Arbeiten wir fleißig, pünktlich, schön, wie die Sterne am Himmel gehen. So schützen wir unsere Familie und unser Vaterland, helfen wir uns selbst und Gott wird uns helfen.